Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich authentisch auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und vor allem ihre Expertise zu einem erfolgreichen und entspannten Business machen. Und gerade in diesem Video möchte ich über die Entspanntheit sprechen, über den entspannten Erfolg. Und ich habe gedacht, wir reden über eine Briefmarke. Eine Briefmarke, die mich jahrelang sehr viel Mühe gemacht hat, mich sehr wenig in mich entspannen lassen hat. Und ich habe letztes Jahr im Rahmen einer Ausbildung in den USA tief gesehen, dass diese Briefmarke mich A, nicht weiterbringt und B, die Quelle ist von ganz viel Druck, Dringlichkeit und latenter Unzufriedenheit als Unternehmerin. Und da steigen wir einfach ein. Wir machen heute Truth Stamp. Wir decken die Wahrheit auf über diese klitzekleine Briefmarke, die ich hier aufgezeichnet habe auf diesem Blatt. Ganz generell, bevor wir loslegen, vielleicht einfach die Idee und ein Hinweis, dass immer wenn wir uns unentspannt fühlen, immer wenn wir uns ängstlich fühlen, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Druck und Dringlichkeit verspüren, habe ich mittlerweile festgestellt, dass es lediglich daran liegt, dass ein Missverständnis vorhanden ist. Und wenn man das Missverständnis identifizieren kann, dann hat man eine große Chance, da auch das Missverständnis beiseite zu räumen und Riesensprünge nach vorne zu gehen. So, lass uns einsteigen. Hier ist das Ding. Wir Menschen sind sehr ähnlich. Wir ticken relativ gleich. Wir denken den ganzen Tag. Während wir wach sind und während wir schlafen, fließen in unseren Köpfen, wenn man so will, wenn man meint, das Gehirn ist der Ort, wo die Gedanken sitzen. Die fließen hinein durch uns durch und gehen weiter. Nur einige Gedanken lassen wir nicht durchgehen. Die behalten wir quasi bei uns. Und meistens handelt es sich um 3, 5 oder 7 Gedanken, die wir zurzeit immer wieder denken, wie in einem Gedankenkarussell. Und diese 3, 5 oder 7 Gedanken sind quasi zurzeit unsere Lieblingsgedanken, wenn man so will. Und weil Gedanken so funktionieren, dass wenn sie bei uns sind und wenn wir sie wahrnehmen, die lösen Gefühle in uns aus, als würden wir gerade Filme anschauen. Diese Gedanken sind so kleine Stories, die bei uns ablaufen. Es ist genauso wie bei einer romantischen Komödie oder einem Horrorfilm oder ein Drama. Je nachdem, was auf dem Bildschirm abläuft, verursacht eine andere Emotion oder eine andere Reaktion in uns. Also schauen wir eine romantische Komödie, würden wir vielleicht berührt sein und lachen auf dem Weg. Einen Horrorfilm würden wir hoch aufschrecken, wenn eine Szene kommt, die besonders scary ist. Und so ist es auch bei diesen 3, 5, 7 Gedanken, die wir haben. Die sind unsere Lieblingsstories, unsere Lieblingsfilme, die wir gerade ansehen. Und sie lösen auch immer wieder die gleichen Gefühle in uns aus. Also, je nach ihrer Qualität. Und diese Gedanken, die wir haben, diese sich wiederholende Gedanken, diese Lieblingsgedanken, Stories oder Filme, wie auch immer du die nennen möchtest, sie sind meistens nicht besonders konstruktiv. Wir haben als Menschen aus irgendeinem Grund die Gabe, Gedanken bei uns zu behalten, die nirgendwo hinführen und die ein eher schlechtes Gefühl in uns auslösen. Und als ich das gesehen habe und als jemand mich darauf aufmerksam gemacht hat, es war mein Mentor Michael Neal während meiner Supercoach Academy Ausbildung in den USA, er hat uns in einem Training von diesen Lieblingsgedanken erzählt. Und er hat uns gebeten, uns hinzusetzen und darüber nachzudenken, was sind diese Gedanken bei uns aktuell? Und hier ist das Ding. Auch wenn wir die identifizieren und man würde uns in 6 Monate später fragen, es könnten die gleichen Gedanken sein oder auch 5 Jahre später, es könnten die gleichen Gedanken sein oder es können neue sein. Weil wenn wir einige wegbekommen, kommen schon
welche nachgerückt und plötzlich sind neue dort. Aber wir haben immer so die Lieblingsgedanken. Und ich habe diesem Aufruf gefolgt und ich habe mich hingesetzt, erstmal alleine und dann mit einem Partner zusammen. Und was ich bei mir damals gesehen habe, dass es überwiegend drei Gedanken waren, die ich ständig gedacht habe. Ein Gedanke war eine Fragestellung hinsichtlich einer Freundschaft. Eine Freundschaft, wo ich der Meinung war, dass diese Freundschaft mir vielleicht nicht gut tun. Und ich hatte ständig durchgewälzt in meinem Kopf, fast täglich und mehrfach täglich, ob ich diese Freundschaft künden sollte oder beibehalten sollte. Also aussteigen aus der Freundschaft, drinbleiben in der Freundschaft. Stets wiederholender Gedanke. Ein weiterer Gedanke, den ich ständig habe, und das war wirklich nicht nur an diesem Tag und in dieser Zeit, sondern ich hatte das ganz häufig in meinem Erwachsenenleben, zwar wie ein Lieblingsgedanken, seitdem ich 20 bin, nämlich der Gedanke, habe ich das richtige Gewicht? Habe ich nicht das richtige Gewicht? Wenn ich das falsche Gewicht habe, nach meiner willkürlichen Bestimmung, was das heißt, dann kreisen sich die Gedanken um, wie könnte ich abnehmen? Oder es kreisen sich die Gedanken um diese Themen dahingehend, dass ich überlege, ja, warum hast du so viel gegessen? Machst du das heute noch weiter zu der Mittagspause, whatever, ja? Also wir haben ein Beziehungsthema, wir haben ein Gesundheitsthema oder ein Schönheitsthema, wenn man so will. Und natürlich, weil ich Unternehmerin bin und wenn du als Unternehmer oder Unternehmerin hier vor mir sitzt, vor dem Rechner, dann weißt du, natürlich hast du wahrscheinlich in diesen Lieblingsgedanken ein oder mehrere Business-Gedanken. Und mein Business-Gedanke war, wie werde ich wachsen? Was ist mein nächster Schritt? Also vielleicht sind das zwei verschiedene Gedanken, aber wir behandeln sie als einer. Und zwar, egal wo ich stand in meinem Business, egal wie viele Kunden ich hatte, egal wie viel Umsatz ich hatte, wie erfolgreich ich war, dort, wo ich mich gerade befunden habe, war mir nicht ausreichend. Und deswegen war ein Lieblingsgedanke von mir, in die Zukunft zu gehen. Also ich habe mich quasi projiziert in der Zukunft und ich habe mich gefragt, was könnte ich als nächster Schritt tun, um mein Business nach vorne zu bringen. Und ich war permanent mit diesem Gedanken beschäftigt. Das waren meine drei Lieblingsgedanken. Und weil ich zusammen war in dem Raum mit fast 50 anderen Coaches und Trainer und Berater und welche dies werden wollten und ein Business daraus machen wollte, ich habe gedacht, die anderen, mit denen ich zusammensetze, werden auch ähnliche Gedanken haben um ihr Business. Und ich habe meinen Gegenüber gefragt, also was ist das, worüber du dir überwiegend Gedanken machst? Und er, ein ganz interessanter älterer Herr, war bei einem Gedanken stehen geblieben. Er hatte fast nur einer, nicht drei, fünf oder sieben, sondern einer. Und zwar, er machte sich permanent Gedanken um die Frage, woher stammt das Leben? Und er hat mir erzählt, dass er auf dem Weg zum Seminarraum, wir waren in Venice Beach, so direkt am Strand, ist er am Strand vorbeigelaufen. Er hat die Wellen beobachtet und sofort ging der Gedanke los, woher kommt das Leben im Meer? Und dann, es führte dann von dort in Richtung unsere Galaxie und das Universum und alles, was er über Quantenphysik kannte. Und er war wie Tag und Nacht permanent mit dieser Fragestellung beschäftigt, was mich total umgehauen hat, weil das ist ein Gedanke, den ich mir nicht aufstelle. Und wenn ich mir ihn stelle, dann flüchtig und dann geht es halt irgendwie weiter. Und es war wie für mich total verrückt, dass er diesen Gedankengang immer wieder hatte und diesen Gedanken drehte. Und das ist das Ding bei diesen Gedanken der anderen. Wenn wir jemand anders zuhören würden, wir denken, hä? Was ist das für ein verrückter Gedanke? Warum kreist er sich um dieses die ganze Zeit? Aber genauso vielleicht, wo du meine Gedanken gehört hast, es sei denn, du hast ähnliche crazy Gedanken zur Zeit, wirst du sagen, Shani, warum fragst du dir ständig die Frage nach Wachstum und was ist der nächste Schritt? Warum kommst du nicht an? Also für dich wäre das logisch und für mich war ein Missverständnis vorhanden. Aber bevor wir zu dem Missverständnis kommen, möchte ich erzählen, was das mit einer Briefmarke zu tun hat überhaupt. So, hier ist das Ding. Wenn wir diese paar wenigen Lieblingsgedanken nicht als solches erkennen
und wir wirklich das Gefühl haben, das sind echte Dinge, das sind unsere Realität, das sind Probleme, die wir lösen müssen, das sind Fragen, die wir beantworten müssen, dann tun wir Folgendes. Wir fokussieren unsere gesamte Aufmerksamkeit in den Wachzeiten, manchmal sogar in den Schlafzeiten, um diese Fragen herum. Und unser Leben, unsere Aufmerksamkeit wird so klein wie diese mini kleine Briefmarke hier auf dem Zettel. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass das nicht 2D ist, also ein flaches Heft, sondern dass da in jegliche Richtung um die Briefmarke herum, dass es in Unendlichkeit geht. Und dann schweift deine Gedanken in Richtung 3D und stell dir vor der Briefmarke, hinter der Briefmarke, auf allen Seiten wäre ein unendlicher Raum um die Briefmarke herum. Das ist der Raum, der uns zur Verfügung steht in jeder Sekunde von jedem Tag. Und in diesem Raum, dieses Open Space, das ist das unendliche Potenzial. Das ist der Ort, wo frische Gedanken entstehen. Das ist der Ort, wo alles möglich ist. Das ist die Formlos. Das ist das, wo die Gedanken sich noch nicht zu irgendwelchen Fragestellungen geformt haben. Und es steht uns echt alles offen. Nur weil wir komplett auf die Briefmarke fokussiert sind, wir haben fast wie unsere Nase immer drauf gebohrt und wir schielen auf diese Briefmarke, wir kriegen deswegen ganz viel nicht mehr mit. Und da kommen wir zu den ersten paar Punkten, was diese Briefmarke auf sich hat. Wenn wir ständig und permanent mit diesen Fragestellungen oder Gedanken beschäftigt sind, unsere Lieblingsstories und Filme, dann sind wir im Innen gerichtet. Das heißt, wir lassen diese Filme ablaufen in unserem geistigen Auge und während wir das tun, sind wir nicht präsent in der Außenwelt. Das kann unter Umständen zum Beispiel bedeuten, dass ich, wenn ich einen Spaziergang mache, dass ich die wunderschöne Natur gar nicht wahrnehme, weil ich in meinem Gedanken bin. Oder wenn ich auf der Autobahn fahre, ich plötzlich losgefahren bin und wenn ich geschaut habe, bin ich schon am Ort eine halbe Stunde weiter und denke mir, oh, ich habe die Fahrt gar nicht mitbekommen. Hast du sowas schon mal erlebt, wo in unserem Inneren wir eingekehrt sind, unser Körper fährt zwar das Auto und kriegt es irgendwie hin, aber wir waren wie außen vor, wir waren weg in der Zeit. Und das Gleiche passiert in unseren Beziehungen. Wenn wir ständig mit diesen Gedanken beschäftigt sind, wenn du als Unternehmerinnen hier oder Unternehmer vor dem Bildschirm sitzt, vielleicht kennst du das, dass die permanent sich kreisenden Gedanken Tag und Nacht um dein Business und dein Businessaufbau dich abhält von Verbindungen in deine Beziehung. Es kann sein, dass dein Ehemann mit dir sprechen möchte und du bist zwar physisch da, aber im Innen bist du abwesend. Und er kriegt es mit und denkt, hey, was ist mit dir los? Immer wenn ich mit dir reden will, bist du total abwesend. Es kann sein, dass das im Fall mit deinen Kindern ist. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich stelle mir auch vor, dass viele Menschen sich Gedanken und Vorwürfe machen, weil sie nicht präsent sind für ihre Kids. Und ein Grund dafür ist diese Lieblingsgedanken, die wir ständig am Drehen haben, Tag und Nacht, dieser Gedankenkarussell. Das Gleiche gilt allerdings auch für den Markt und für deine Kunden. Wenn wir ständig bei uns sind, wenn uns permanent beschäftigt sind und diese Lieblingsgedanken, wir treten ganz anders im Außen auf Netzwerkveranstaltungen, in unserem Marketing, gegenüber unseren Kunden, unsere liebgewonnenen Kunden, für die wir so hart gearbeitet haben. Wir sind nicht 100% präsent für sie dort und das hat einen negativen Effekt auf unser Geschäft. Also diese Lieblingsgedanken halten uns davon ab, vollkommen präsent zu sein. Und natürlich, und das ist noch ein viel wichtigerer Grund, Präsenz ist der Schlüssel zu einem wunderbaren Leben. Wenn wir es schaffen, in dem Hier und in dem Jetzt anzukommen, dann nehmen wir die Sachen ganz anders wahr. Und wir merken, wir haben alles jetzt schon, was uns erfüllt und glücklich macht. Und wir brauchen nicht in die Vergangenheit zu schauen, in die Zukunft zu gucken. Was ist eine weitere negative Konsequenz von dieser Fokussierung auf der Briefmarke die ganze Zeit? Ja, ich habe es vorhin ein bisschen angedeutet, und zwar geht es um dieses unendliche Potenzial.
Wenn du ein Business bist, brauchst du ständig Business-Ideen. Du wirst plötzlich die Situation haben, wo ein Teammitglied abspringt und du brauchst eine gute Idee, wo du eine genauso gute oder noch bessere Person finden kannst und wie du das bewerkstelligst. Oder vielleicht als Unternehmer wirst du eine Marktveränderung erleben und plötzlich das, was du als Marketing bisher getrieben hast und wie du deinen Markt erreicht hast, funktioniert nicht mehr. Und du brauchst frische Ideen dafür, wie du das wieder in Zukunft schaffst bei den veränderten Rahmenbedingungen. Oder vielleicht willst du einfach, weil du selber nicht mehr deine alten Online-Programme mehr sehen kannst und du willst was Neues entwickeln, brauchst du eine frische Idee für ein Online-Programm zum Beispiel. In einer Unternehmerschaft brauchen wir ständig frische, gute Business-Ideen, Business-Lösungen, Business-Antworten. Und wenn wir auf der Briefmarke permanent fokussiert sind, dann ist es so, dass unsere energetische Kapazität, wie bei einem Rechner, vielleicht kennst du das, hattest du früher mal einen älteren Rechner und wenn du mehrere Programme gleichzeitig aufmachst, so ein Word-Dokument, ein Excel-Sheet, dein Facebook, dein E-Mail-Programm, so ein Zoom-Meeting, was auch immer, dass die Kapazität deines Rechners verschluckt wird und es anfängt langsamer zu werden. Es funktioniert nicht so, wie es soll. Es ist ähnlich mit unserem Geist, unser Kopf, wenn man so will. Wir haben auch eine gewisse Kapazität und wenn sie begrenzt wird oder eingeschränkt werden durch dieses permanentes Anschauen von diesen Lieblingsgedanken, dann haben wir auch keinen Blick für das unendliche Potenzial außerhalb von der Briefmarke, alles, was uns sonst noch offen steht. Wir sehen die Dinge total eng und denken, es gibt nur eine Lösung, die ich suche, aber dafür gibt es unendlich viele Lösungen. Und außerdem ist unsere Kapazität einfach eingeengt. Wir sind wenig wach, wir sind wenig aufmerksam, wir sind wenig empfänglich für Dinge, die möglich wären, die auch nützlich wären für unser Leben und für unser Business. So, was wären weitere Gründe, warum es keinen Sinn macht, auf diese Lieblingsgedanken ständig zu schauen? Naja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du deine Lieblingsideen identifiziert hast, vielleicht ging es dir so wie mir, dass diese häufig frustrierende Gedanken sind, wo wir eine hohe emotionale Investition haben, die zu lösen oder etwas zu tun mit denen, aber wir drehen uns im Kreis und kommen nicht weiter. Ich gebe dir ein Beispiel von einer Kundin von mir, mit der ich letzte Woche gesprochen habe während eines VIP-Intensives. Wir haben über ihre Zeit gesprochen, über das Thema Zeitmanagement. Sie hatte permanent das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Und das, obwohl sie in letzter Zeit ihr Business umstrukturiert hatte, tatsächlich viel mehr Zeit hatte, als sie je zuvor hatte und eigentlich auf dem besten Weg war, Zeiten einzubauen, wo sie sich um sich kümmert, mit Meditation, Spaziergänge, was auch immer. Und dennoch fühlte sich nicht erholt oder als hätte das was geholfen. Sie hatte Dinge im Außen gemacht, aber im Innen fühlte sie sich noch nicht gut darüber. Und wir haben zu den Lieblingsgedanken hingeschaut und das waren jede Menge. Sie hatte vielleicht mindestens 7, vielleicht sogar 9. Und zwar, es war Sachen wie, wenn ich einen regelmäßigen Podcast mache, dann werde ich erfolgreich in meinem Business. Das war ein Gedanke dort, der sagte, ich müsste doch auch meinen Blog häufiger schreiben und das öfters an meinen E-Mail-Newsletter-Abonnenten aussenden. Ich müsste mich um meine Altersvorsorge kümmern. Ich bin jetzt schon mittlerweile 50 und ich habe das immer noch nicht zu 100% geregelt. Es waren Gedanken wie, ich bin schon so lange im Geschäft, warum mache ich nicht noch mehr Geld? Ich müsste doch mehr verdienen jetzt mittlerweile. Und. Es waren bei ihr lauter, ich müsste. Und weil immer diese Gedanken, diese Lieblingsgedanken, die sie vorgespielt hat wie eine Broken Record, was war das Gefühl, das durch diese Müsste ausgelöst wurde? Ja, da hat sie eine latente Erfahrung von Unzufriedenheit, eine latente Erfahrung von ich bin eine Versagerin, eine latente Erfahrung von ich bin nicht gut genug und ich bin nicht so weit, wie ich sein sollte. Und weil es so ist, fühlte sie sich richtig schlecht und ausgelaugt in ihrem Business, in ihrer Unternehmerschaft. Und hier ist das Ding. Diese
Gedanken führen uns nicht nur nicht wohin, sondern sie hindern uns. Und jetzt kommen wir zu dem Missverständnis, was vorliegt. Warum denken wir als Menschen diese Lieblingsgedanken überhaupt? Und wenn ich mit vielen Menschen darüber spreche, mit meinen Kunden, mit mir selber, mit Freunden, mit Masterminding-Partner und so weiter, Kooperationspartner, komme ich immer auf die gleiche Antwort zurück. Wir denken ständig über diese Lieblingsgedanken nach. Wir lassen sie ständig ablaufen. Wir gucken auf diese Briefmarke so die ganze Zeit und engen unsere Welt so ein, weil wir glauben, dass es eine gute Idee ist. What? Das ist das Missverständnis. Meine Kundin hat ständig darüber nachgedacht, weil sie dachte, wenn sie diese Dinge aus den Augen verliert, dass alles erst recht nicht funktionieren kann. Ich habe gedacht, damals, wo ich diese Lieblingsgedanken identifiziert habe mit dem Geschäftswachstum, wenn ich mein Wachstum nicht im Auge behalte, dann werde ich nicht wachsen. Wenn ich nicht weiß, was mein nächster Schritt ist, dann werde ich auf dem Sofa liegen, Cookies essen und Filme schauen den ganzen Tag und faul sein. Das war aber nicht die Wahrheit. Weder bei mir noch bei meinen Kunden. Und es ist sicherlich auch bei dir nicht der Wahrheit, aber ein Teil von uns sagt uns, es ist eine gute Idee. Und wenn wir das loslassen würden, dass was Schlimmes passiert, dass wir nicht sicher sind mehr danach. Allerdings, wenn wir permanent solche Gedanken haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es entweder nicht an der Zeit ist, diese Frage zu beantworten, oder dass diese Frage nicht relevant ist, oder dass das alles nur Blödsinn ist. Oder auf Englisch würde man das noch krasser sagen, nämlich das sind einfach Bullshit-Gedanken. Meine Kundin hat dazu gesagt, Shelia, das läuft bei mir ab bei Bullshit FM. Ja, das ist so. Das ist wirklich nicht nützlich verbrachte Zeit und nützlich verbrachte Lebensenergie. Nur weil das Missverständnis vorliegt, tun wir es immer wieder und tun wir es immer wieder. Hast du das? Das ist unschuldig. Wir wissen es nicht besser und deswegen machen wir es immer. So, wie sprengst du diese Briefmarke? Wie hörst du auf, deine Nase dagegen zu drücken und kreuzaugig da zu stehen oder zu schielen da? Na, hier ist das Ding. Es gibt nichts, was du tun müsstest, anders in Zukunft. Und tatsächlich ist es so, dass wir wahrscheinlich als Menschen, die Menschen, die wir sind, bis zu unserem Lebensende immer wieder solche Lieblingsstories haben werden. Wir werden diese Lieblingsfilme immer wieder anschauen. Nur wenn du einmal den Verdacht bekommst, dass dort was vielleicht nicht richtig abläuft, dass es nicht der Realität entspricht, wenn du das Missverständnis einmal durchschaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es vielleicht später auch ein zweites Mal, ein drittes und ein hundertsten Mal durchschauen wirst. Und hier ist meine Erfahrung in den letzten, keine Ahnung, beinahe einem Jahr jetzt, seitdem ich das gesehen habe, dass dann, je öfter ich das sehe, desto weniger beeinflusst das mich. Und als ich mit meiner Kundin darüber gesprochen habe, wir haben ein schönes Wort gefunden dafür. Es ist irgendwie die Idee, von deinen Gedanken unbeeindruckt bleiben. Das heißt, vielleicht wirst du merken, dass du immer wieder eine Sache anschaust, die du gar nicht lösen kannst oder sollst momentan. Und vielleicht schaffst du es, dass es abgestellt wird, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht läuft es einfach weiter, wie ein Film, der ein ewiger Kreislauf ist. Nur, der Unterschied ist zu vorher. Vorher hast du vielleicht gedacht, das ist unglaublich wichtig, ich muss mich mit dem beschäftigen, es bedeutet was wirklich. Und jetzt siehst du es anders. Jetzt siehst du es für das, was es ist, lediglich ein Gedanke, der gerade da ist, den ich nicht durchfließen lassen kann aus irgendeinem Grund. Und so braucht es nicht mehr deine Kapazität zu rauben, so braucht es nicht deine Präsenz zu beeinflussen. Du wirst einfach mit der Zeit das immer mehr loslassen können, immer mehr besser erkennen können. Und sobald du das kannst, wirst du so viel freilassen, so viel Energie, so viel Lebenskraft, so viel Freude. Und plötzlich wirst du auch viel kreativer, weil
du viel öfters hier draußen in diesem Raum bist, dieses Space, wo es unendliches Potenzial gibt, wo es eine unendliche Quelle an frische Gedanken und Businesslösungen gibt und wo du weißt, dass du immer, wenn du just was brauchst, just in dieses Space dir bedienen kannst, anstatt deine Nase auf der Briefmarke zu haben. So, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, dass das Teilen von meiner persönlichen Erkenntnis, was mir eine große Entlastung gebracht hat und eine große Entspannung in meinem Leben als Solopreneurin, ich hoffe, dass es dir genauso hilft, etwas zu sehen, tief für dich. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn du deine Erkenntnis mit mir teilen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an info@shaliastevens.com. Und wenn du Lust hast, besuch meine Website auf shaliastevens.com. Dort gibt es weitere solche Inputs in Form von Videos auf meinem Videoblog oder komm in unsere herzgetriebene Facebook-Gruppe, wo ich dort Live-Videos zu ähnlichen Themen regelmäßig mache. Ich freue mich auf dich und ich poste die Links unterhalb des Videos. Tschüss!